So, und damit herzlich willkommen zum, ich weiß es jedes Mal, 8. Vlog. Ja, es geht los. Heute richtet der Roland noch her. Also der Renno. Wir hatten dann irgendwann, beim Vorgänger hieß er Renate, aber das war mir dann irgendwie, ja, passt nicht. Das ist ein Roland und fertig. Ja. Jetzt heute tue ich ein wenig eine Wartung machen. Eigentlich will ich so um 10 Uhr fertig sein. Dann hole ich den Marian und dann gehen wir ans Vorliefern. Heute schönstes Nieselregenwetter. Für nächste Woche haben sie auch wieder super Wetter angesagt. Also, naja, ist ja klar, wenn ich einmal Urlaub habe. So, und zwar, was wir jetzt heute machen wollen. Und zwar, jetzt muss ich da hin rumgehen. Jetzt hat er da mal die Maschinen. Mal wieder. Zwar, was mich derzeit ein wenig stört, ist, da oben hängt mein Gasstellmotor. Und ich bin der Meinung, dass der nämlich den vollen Drehzahlbereich macht. Sprich, irgendwas muss da, ist da im Auge. Ich glaube, dass einfach, weil ich hier diesen Befestigungs, das sieht man jetzt schlecht. Jetzt muss ich da mal kurz, genau, jetzt ist besser. Da Hanne, das ist wieder mal ein bisschen, ja. Made by Reed halt, also wieder Pfusch am Berg mit Kabelbinder gemacht, damit eben dieser Schutzschlauch, wo eigentlich der Draht drin läuft, damit der sich jetzt bewegt. Und ich glaube, dass das ein wenig verrutscht ist. Jetzt deckt der nämlich den ganzen Drehzahlbereich ab und das regt mich auf. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, da haben wir Anschlagschraube, da, für den Lenkeinschlag, die muss man nachstellen. Weil mit der neuen Reife sieht man ja, gut, das ist jetzt nicht bloß von dem Reifen, aber das ist schon immer, dass die wenig schläufert halt, dass man im Wald braucht man halt einfach das Engste, was geht. Also muss man halt das jetzt ein wenig nachstellen, dass das nicht ganz so arg, weil mit der Reife ist schon ganz arg. Ja, dazu kommen ist daheim so ein Schlauchschutz, was ich noch bauen muss oder schweißen muss, ist daheim ein irgendwie was, so Abdeckung für die Dinger und da haben wir eine Abdeckung, aber im Normalfall hebt das schon. Was wir auch noch machen müssen, ist da Hanna. Und zwar diese Kette, die pendelt immer hin und her. So, und zack, hängt die unterm Stollen. Und dann ripscht das immer am Reifen. So, und das gefällt mir halt auch. Jetzt habe ich da 42er. Gibt es 42er Edelstahl? 42er Edelstahl, glaube ich. Rohr mitgenommen. Und guck mal, ob das passt. Ansonsten mache ich da zwei Schrumpfschläuche drüber, damit es einfach ein wenig versteift. Damit das nämlich so einhakt im Reifen. Und damit es, wenn der rüberkommt, vielleicht der Hahne schon ein wenig ansteht. Also muss man mal gucken. Denn der Hahne Kabine mache ich 4 Haken rein. Ich habe ja den BT-Com-Funk jetzt. Dass ich einfach einen Platz für den Funk habe, wenn ich im Karo hocke und nicht brauche. Dann halt für Jacke und dahinter habe ich ja meinen Rucksack. Den will ich auch da herhängen, dass der da halt immer am Fenster dahinter hängt. Ja, und dann eigentlich abschmieren. Weiß ich jetzt gar nicht. Das sieht eigentlich soweit alles noch relativ fettig aus. Hinter an der Winde muss man noch die Gleithaken wieder nachmachen. Die habe ich noch nicht weggemacht mal. Aber das sieht soweit eigentlich auch alles recht schmutzlig aus. Also, ich glaube, abschmieren brauchen wir da heute eigentlich nichts. Genau, und das ist es eigentlich. Und dann gehen wir nachher in den Wald zum Vorliefern. Und ja, zusammen konzentrieren. Und am Montag geht es dann richtig los. Ist jetzt scheiße, dass es regnet. Das gefällt mir jetzt wieder eigentlich gar nicht. Aber. Ja, mein Gott, so ist es halt. Das ist, da kann man viel vom Weg aus schaffen und dann geht das schon. Jetzt muss ich halt mal gucken. So, jetzt habe ich mal das Ganze hier den Seilzug ein bisschen besser eingestellt. Jetzt zeige ich euch das mal kurz. Klar, den oberen Drehzahlbereich braucht man natürlich nicht, aber es ist schon angenehmer, wenn du vorher hatte man eigentlich bloß Leerlauf und oder Standgas und was weiß ich, ein Viertelgas oder sowas. Und wenn man halt
in der kleinen Zapfwelle Holz rückt, weil man halt starkes Holz hat, dann aber will, dass es ein wenig schneller zuläuft, dann kannst du halt eigentlich nie mit der Drehzahl aufgehen, damit es mal laufen wird. Jetzt zeige ich euch das mal. So ist jetzt Vollgas. Klar, so rückt man natürlich kein Holz. Aber man hört auf jeden Fall, es geht deutlich besser. So, mein Handy hat vorher gesponnen, deswegen konnte ich leider nicht mehr weiter filmen. Jetzt sind wir im Wald. Der Marian, den lerne ich jetzt gerade ein wenig ein. Weil, ja, ich immer Zeit haben zum Holzrücken oder jetzt nächste Woche sind wir zu dritt und da ist es halt geschickt, wenn mal einer mit dem Seilschlepper mal fahren kann, außer mir, wenn ich mal weg muss oder. Ist ja scheißegal. Er soll halt in das Ganze ein bisschen reinkommen. Mit der Motorsäge geht er eigentlich schon ganz souverän rum. Aber halt mit dem Traktor, ja, da muss man halt ein wenig aufpassen. Und deswegen bringe ich ihm das jetzt ein wenig bei. Jetzt kommen wir gerade mal nach. So, Marian. Beurteilung. Was ist passiert? Hm? Eingraben. Ja. Und fast umgekehrt. Nein, nicht fast umgekehrt. Häng den mal nochmal an. Was machen wir? Ja. Und wenn du jetzt ganz gescheit bist, hängst du ihn jetzt so an, dass du ihn drehen kannst. Ja? Weil dann drehst du ihn auf den Fallkerb drauf und auf dem Fallkerb rutscht er natürlich schon noch ein wenig besser, weil es keine harte Kante ist. Genau. Muss ich erst Trommel aufmachen. Trommel kannst du eigentlich offen lassen, bis du anfängst zu ziehen. Vorher brauchst du sie zumachen im Normalfall. Aber was heißt Trommel offen? Bremse offen lassen. Warte mal. Nee, ja, ich dat, weil so drehst du nicht. Der muss schon weit nach. Genau, und jetzt halt, jetzt musst du das Seil da Hanne zu mir rumlegen. So, ja. Ganz genau. Nee, Finger kannst du festhalten, aber halt flächig. Also, dass die Finger dazwischen sind. Ja, 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 lass ihn mal. So, guck, wie das geht. Und deswegen sage ich immer, mit wenig Drehzahl fahren. Heiland, zack, du. So, ja, weiter, weiter, weiter. Aufs Schild hinten auf. So, weiter. Gut mal. Jetzt lass mal ein wenig los. Jetzt machst du das Seil ein wenig auf und tust es weiter vorlegen. So weit wie es geht. Du brauchst jetzt das Gesicht verziehen. Willst du es lernen oder nicht? Du, ich habe das auch lernen müssen. Mir hat es auch keiner beigebracht. Ich habe alles. Ich war immer blöd. Immer? Ich war immer. Ich bin auch heute noch blöd. Das hat sich nichts geändert. Immer in sich selber rein. So, genau. Ja, ja, das tut's. Und jetzt mal anziehen. Gut, und jetzt kannst du in den Karren hocken. Den tun wir jetzt davor, dass man das ein wenig bündelt. Und guckst halt, dass es wieder in das Wasserloch reinstehst, wenn es geht. Das da. Ja, wie man jetzt rechts sieht, haben wir da so einen Schlauch, einen Schrumpfschlauch nach, damit das nicht mehr so in die Räder reinhaut.
Ja, lass das Schild ganz nauf. Ja, nauf, nauf mit dem Schild. Der muss ja Gewicht auf die Axt kriegen. Nauf, das ist ein Bergstütz. Nauf, ganz nauf. Soweit's geht. Ja. Ja, fahr mal bis an den Baum dran an. So, und jetzt voll dagegen einschlagen, rückwärts. Ja. Und jetzt rückwärts. Ja, ja, weiter. Ja, ja, der kommt schon. Lass ihn kommen. So, jetzt wieder rückwärts. Gut mal. Halt, 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 halt. Sei ganz vorsichtig, löse. Gut. Bergstützen ab. Nap, nap, nap. Gut, Seil aufmachen. Seil aufmachen. Okay, gut, ganz löse. Ganz aufmachen. Und jetzt fahrst du vorwärts und rückwärts und stellst dich da hinten her mit dem Bergstütz. Damit du dann die aufs Schild ziehen kannst. So, ich film gleich weiter. So, jetzt gucken wir mal. Ist jetzt nicht ganz ideal, aber geht. Ah! Kleine Kraftbolle da. Ja, weiter! Aufs Schild! So, und jetzt gut! Schild ein wenig auf! Gleichzeitig ein wenig fahren! Ja, Schild, nauf, nauf, nauf! Nauf! Jetzt fahren! So, Schild nochmal ab. Der liegt direkt auf der Stütze. Knapp. Und jetzt ziehe. Ziehe. Weiter. Weiter, gut. Jetzt Schild auf. Gut, gut. Ja, weiß ich.
Das, was er jetzt macht, ist, glaube ich, nicht ideal, aber wir werden es sehen. Ich muss es auch selber ausprobieren. Jetzt hat er natürlich Glück, dass der 5-Meter-Block vorne am anderen Stock ansteht. Sonst hätte er den jetzt nicht vorbringen. Da hätte er keine Chance. Der ist jetzt wie eine Umlenkung. Ist jetzt nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Aber geht schon. Jetzt müssen wir da bloß ein wenig Obacht geben. Weil jetzt den gleiches Eck hinterher kommt. Ja, mein Gott, du, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich da einfach schon von Anfang an immer, das muss ich jetzt so sagen, mehr Gespür für gehabt. Aber ja, man muss es halt lernen, das geht nicht anders. Zum Beispiel, ich hätte jetzt den, ich wäre jetzt mit dem Traktor da haben ganz rausgefahren. Und jetzt haben wir dahinter das Problem, dass er jetzt da in den zwei Jahren steht. Und das ist jetzt natürlich. Wenn Käsekuchen. Wenn man jetzt bloß, sage ich mal, schwächere Winde hättet oder elektrohydraulische Winde hättet, dann hätte man jetzt schon verloren, weil die hätte es jetzt gezogen. Da hätte ich jetzt keine Chance gehabt. Aber wir haben ja eine Getriebewinde. Und auch noch eine von Ritter. Ey, 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 ey. Oh, Seile wenig aufmachen. Gut. Jetzt zieht man da noch eine Karre in sich zusammen. Das ist wie wenn ein Fernseher implodiert. Mach einfach die Bremse zu und fahr zu. Gut, abhängen. So, ich glaube, den nächsten Bau mache ich mal, dass er mal ein wenig sieht, wie ich das mache. Vielleicht mache ich es aber auch viel schlechter, muss man mal gucken. So, Marian darf anhängen. Er hat sich dazu entschieden, dass das Holzrücken doch jetzt so sein Fall ist. Jetzt muss halt doch der Chef wieder selber fahren, mein Gott. So ist halt. Aber mir macht es ja Spaß, sonst hätte ich es nicht machen. So. Und jetzt mit der neuen Einstellung vom Drehzahlfunk geht da auch was. So. Da laufen die Stämme. Da kommt aber ein Stocksee gerade. Jetzt tun wir ein wenig langsam. So, jawohl. Das sind halt 8 Tonnen. Oder vielleicht auch 9. So. Tun wir die gleich vor oder lassen wir sie da? Komm, tun wir sie vor.
Noch ein kleiner Zwischenstand für euch. Also ihr seht ja, ich stand, bin fast 1,90 und bin fast mit dem Kopf auf Höhe vom Hinterreifen, also Unterkante, auf dem kurzen Stück. Genau, da habe ich ihn jetzt mal richtig auf die Stütze gestellt. Mal erst den Erdstamm geholt. Ja, und jetzt mal locker flockig den Drilling. Der Hanna, der wird wahrscheinlich, schätze mal, ja, was wird der haben? So 1,5 bis 2 Festmatter insgesamt. Ja, das zieht ja ganz locker eigentlich. Und wenn er auf der Bergstütze steht, dann auch in solche Lage der Hanna. Ich kann es ja mal zeigen, wie er da steht. Da ist der Weg so, also ist jetzt nicht ideal. Genau. Jetzt gleich zeige ich euch noch den Stand dahin. So, der Hanna. Seht ihr, haben wir vorgeliefert. Das war der Erdstamm von dem da Hanna. Da Hanna auch als Vollbaum herzogen. Das ist der Zwilling von dem Erdstamm dahinter und das ist der Erdstamm von dem Drilling. Genau. Die wird dann am Montag versorgt. Nächste Woche gibt es dann, denke ich, mehrere Teile. Das wird dann wahrscheinlich, den mache ich vielleicht auch einfach einen Baustelle-Vlog mit mehreren Teilen als Playlist. Dann kann er da das angucken. Genau. Und hier seht ihr ja Schlachtfeld. Da liegt noch richtig, richtig Holz drin. Aber das ist ein Bruchteil. Aha, von ungefähr da links, wo es Licht wird, bis dahinter, ganz hinter stand die Fichte. Auf der gesamten Breite kommen wir bis, ich weiß nicht, ob ihr es seht, da oben ist so ein brauner Fleck. Also hinter dem abgestorbenen Gipfel ist ein brauner Fleck im Wald. Und da Oberkante, bis danach hauen wir alles Starke raus. Alles oberhalb 20 cm, 25 kommt alles raus. Weil das ist ein Rutschhang, wir sind hier am Bodensee. Das sind sogenannte Seitenmoräne da Hanna. Das ist alles Lehm und Scheißdreck übereinander geschichtet halt vor ein paar tausend Jahren oder Millionen, weiß nicht mehr so ganz genau. Und ja, das hebt halt nichts. Da oben ist nämlich noch ein Hangrutsch. Also bei uns gibt es da eine Rutschete. Die ist da drüben, die kann ich mal irgendwann mal zeigen. Und da ist jetzt Rutschete 2.0. Ist der ganze Hang gekommen letzten Sommer, das haben wir auch gemacht. Bloß da haben wir ja keine Videos gemacht. Aber kann ich mal Bilder noch einblenden dann. Genau, und also es geht dahin. Genau, und oh, Marian, bestbezahlte Mitarbeiter, steht wieder bloß in der Gegend rum. Geh, Marian! Ja, ihr könntet schon fertig sein, der ist halt dumm mal fahren. Ja, dahinter haben wir jetzt das Fichtenholz, genau. So ist, so ist. Und damit soll es für den Vlog wieder gewesen sein. Der siebte, nee, achte, achte Teil. Heiland, Sakrament. Karre ist parkt, der bleibt da standen. Jetzt habe ich gerade gesehen, hinter ist ein was undicht am Hydraulikzylinder. Aber das ist schon lang undicht und ich weiß nicht, woran es liegt. Da Hanna, das ist unter irgendwie. Da ist er undicht. Das ist jetzt so schlimm. Der hat ja fast 60 Liter Hydrauliköl drin, mein Gott. Es tropft halt ein wenig. Aber trotzdem noch gucken sollten. Ja, also da kommt noch einiges an Holz zusammen. Da unten tun wir auch alle Äsche rausklopfen. Alle Fichten. Genau, schon mal so die erste große Baustelle für das Jahr. Ich wünsche euch ja, dann in dem Fall ein schönes Sonntag. Und ja, wir sehen uns dann am Montag wieder. Genau, in dem Sinne. Gut Holz, lasst ein Abo, ein Like und auch einen Kommentar da. Und bis dahin.